Aber wie man sieht, so einfach ist der Radko heute nicht zu schlagen. Wer soll als nächstes dran glauben? Judith. Judith. Bitte schön. Und wir gucken mal, was wir für ein Spiel haben. Es ist Fallen lassen. Hat man vielleicht schon gesehen, ist ein bisschen Geschick und ein bisschen Glück auch. Wir bauen da schnell noch was auf. In der Zeit können wir ein bisschen quatschen. Judith, woher, was machst du dort und wie alt bist du? Ich komme aus München, ich bin Unternehmensberaterin und 30 Jahre alt. Okay, Unternehmensberaterin, bist du eine positive Unternehmensberaterin? Die haben ja manchmal so einen schlechten Ruf nach dem Motto, ihr müsst alle Leute rausschmeißen. Nein, wir versuchen das schon für alle Parteien fair und richtig zu gestalten. Okay, ja, sehr gut. Wir können schon mal langsam rübergehen. Vielleicht habt ihr dieses Spiel schon mal, Vorsicht, bei Schlag den Star gesehen. Ihr müsst gleich Gegenstände diese Bahn herunterfallen lassen, immer aus dieser Fallvorrichtung. Wessen Gegenstand näher zum Ende hin liegen bleibt, bekommt einen Punkt. Ihr habt 9 Gegenstände. Ein eingesetzter Gegenstand ist dann aus dem Spiel. Ihr seht nicht, welchen Gegenstand der Gegner pro Durchgang einsetzt. Wer von 9 Gegenständen mehr Punkte macht, gewinnt das Spiel. Bei gleichem Abstand wird der Durchgang nicht gewertet und ihr bekommt den Gegenstand zurück. Und ihr könnt, wenn ihr wollt, euch wieder einen neuen Gegenstand aussuchen. Das sind ganz einfach die Regeln. Rot bitte nach hinten, blau bitte hier vorne. Jetzt bitte den Monitor da oben ausschalten. Damit keiner was sehen kann. Also, ihr habt natürlich immer Zeit, euch einen Gegenstand auszusuchen. Wenn ihr einen habt, kurz hochhalten, damit ich sehe, dass ihr einen ausgesucht habt. Und dann reinpacken. Okay, beide haben einen raus. Dann könnt ihr ihn reinpacken, den Gegenstand. Und wenn ich sage los, dann bitte ziehen. Nein. Yeah. Sorry. Ist egal. Du hast doch nicht losgesagt. Nee, habe ich nicht. Aber. Fairer Punkt. Ist ja egal. Mach jetzt ja. So, ich bin im Spiel. Da ist ja keiner Vor- oder Nachteil. Deswegen können wir hier zusammen ein bisschen spekulieren. Ah, und hier, der holt das Optimale raus mit der Dose. Ich würde mal sagen. Radko. So, aber Achtung, das Ganze hat auch eine taktische. Warte kurz auf meinen Komponent. Okay, beides liegt, dann los. So, Judith nimmt also gleich wieder etwas, was vermeintlich sehr, sehr weit geht. Ja, na, und da ist sozusagen so den, so einen Sieg muss man so preiswert wie möglich abgeben. Also da war er vielleicht dort gerade mit diesem Strauch gar nicht so schlecht drauf. 1:1. Und jetzt schon selbst die... Okay, rauflegen. Apfelsine. Und los. Gegen so ein Kuscheltier, das Kuscheltier wird auch nicht weit kommen. So, das war natürlich jetzt auch krass. Also ich weiß nicht, ob die beiden diese taktische Variante, diese taktische Komponente des Spiels überhaupt schon entdeckt haben. Ich bin mir da auch nicht sicher, Ron. Ja. Aber egal. Ich vermute mal nein. Wie gesagt, das Publikum hört uns nicht, Elton hört mich aber. So, Schlitten. Okay, dann los. Und ab jetzt ist natürlich auch eine große Frage, was passiert. Ne? Überschlägt sich, fährt vielleicht ein bisschen schwerer dadurch. Fährt. Die Gleiteigenschaften ganz schwer einzuschätzen jetzt sicherlich. 2:2. Radko nimmt das Pferd, was wir gerade gesehen haben. Und hier. Okay. Ja, wenn du sagst, okay, dann ist es. Ja, okay. Dann los. Und ja, auch das Pferd, das Schwerere, aber ja, das bleibt eher. Aber das Tannenbäumchen liegt vorne. Also offensichtlich besser gerutscht. 3:2, Judith.
So, und wenn man jetzt natürlich überlegt, was ist schon alles weg, was hat der Gegner noch oder die Gegnerin? Ne? Auch das sollte man ja auf dem Radar haben. Aber ich weiß nicht, ob das irgendeine Rolle gerade spielt hier bei den beiden. Die, glaube ich, nur irgendwelche Gegenstände nehmen und die rutschen lassen. 3:3. Ja, wie gut rutscht ein Stiefel? Okay. Sieht so aus, als wenn er sich überschlagen soll bei Radko. Das Geschenk. Ja. Ja, aber der Stiefel für Radko. 4:3. Radko braucht noch einen Punkt. Jetzt braucht er noch den einen. Wir gucken auch schon oben, was es für Gegenstände sind. Jetzt das Paket. Und wir haben ja gesehen, dass diese Blechdose auch sehr weit rutschen kann. Hat er auch dieses Spiel gewonnen? Wir schauen mal. Los. Nein. Ja, das macht er. Die Dose rutscht also weiter. Das heißt, der letzte Gegenstand entscheidet. Ah, er hat das Kuscheltier. Oh je, oh je. Jetzt sind sie beide in den Händen des Zufalls. Die können beide ungefähr gleich weit rutschen. Ja, sie immer ein bisschen dichter an der Kehlung. Er lässt ein Stück fallen. Gut. Los. Zack, was rutscht weiter? Ah, okay, komm. Nee, mach mal zu, mach noch mal zu. Okay. So. Leg noch mal hin. Jetzt hat sie eine Riesenchance. Komm, kleiner Schlitten. Zack, jawohl! Rutscht weiter. Mach Ablösung. Radko, Judith, kommt hier rüber. Radko, komm mal her. Wir sehen uns jetzt zum Grillen. Vielen Dank. Sensationell. Radko! Was haben wir denn? So, einmal hinter das Geschenk. Spiel Nummer 3. Bitte hochheben. Das gehört dir. Ein Vorwerkstaubsauger. Das haben wir so ein bisschen, ne? 1.400 Euro. Aber es ist ja reiner Zufall. Haben wir nicht. In der ersten Sendung hat merkwürdigerweise auch die Frau den Staubsauger gewonnen, aber... Ist ein bisschen Klischee, aber ist okay.